Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Heute zum Freitag. Was kommt freitags? Klartext. Und heute mit dem Tommy. Er beantwortet heute alle Fragen und Antworten. Stimmt's, Tommy? Ja, und darum geht's. Ne? Wir können leider nicht so mit Tommy reden, wie wir es kennen. Würden wir gern, ne? Kommunizieren, ein Gespräch führen. Aber das geht bei denen da hier rin und da wieder raus. Juckt ihn überhaupt nicht. Aber solche Sachen wie Krabbeln, die findet er natürlich richtig cool. Ne? Oder Schmusen. Ne? Da macht er alles mit. Aber unterhalten ist natürlich nicht so seine Welt. Und kann er auch nicht. Der Tommy ist nonverbal. Ne? Er gibt zwar Laute, und das haben wir auch schon mal besprochen. Und kann auch so einzelne Laute, ja, auch Wörter, aber seine Wörter halt, ne? Wenn er was essen will, wenn er was trinken will, wenn er kacken muss und so weiter und so fort. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ja, und so ist das nun mal mit uns hier, ne? Aber das ist alles halb so wild. Wir wissen, dass der Tommy so ist. Und ich habe schon mal beim Video gesagt, wir bezeichnen das jetzt nicht als krank. Aber irgendwie hat er kein Bild. Irgendwie macht er hier, was er will. Ich rede gleich weiter, ich muss mal in den Einstellungen. Also Tommy, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt geht, ne? Irgendwie spinnt die Kamera heute, ne? Oder der Gimbal. Da moved hier. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, der Tommy ist nonverbal. Ne? Und ihr kriegt es ja gerade mit. Aber wir verständigen uns schon, ne? Also, wir haben da gar keine Probleme. Wir haben Probleme mit ganz anderen Sachen, ne? Wir sind ja nur gerade umgezogen und gerade noch total am Umbauen und Einräumen. Viel zu wenig Platz eigentlich für uns. Aber der eigentliche Grund war ja eigentlich, warum wir umgezogen sind. Tommy, ja, und wir halt auch, ne? Ihr kennt ja unser festes Ziel. Unser festes Ziel ist irgendwann mit Tommy im Camper zu leben. Und dazu müssen wir halt schon erste Schritte gehen. Erster Schritt, ne, einer der ersten Schritte ist jetzt erfolgt. Reduzierung, ne? Eine Homebase, wir bezeichnen das jetzt hier als Homebase. Eine Homebase, die bezahlbar ist und auch, wenn wir im Camper sind oder im Camper leben oder unterwegs sind, jederzeit bezahlbar bleibt. Ne? Und das haben wir jetzt gefunden. Natürlich sind wir jetzt von 120 Quadratmeter auf, machst du hin? Auf, naja, circa 60 umgezogen. Und auch schlichter, einfacher, spartanischer halt. Aber das ist uns ja nicht wichtig. Wichtig ist uns, unser Ziel zu erreichen. Ne? Und das, was wir als Vorteil jetzt auch noch sehen, ist jetzt natürlich die Nähe. Also wir sind erstens an der Ostsee. Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Ne? Diesen Spruch kennt ihr ja. Und wir haben es näher zu Annas Familie. Ne? Wir sparen knapp 600 Kilometer jetzt, wenn wir nach St. Petersburg fahren wollen. Und ja, das ist ein ganzer Tag, der jetzt wegfällt. Ja, so, also Tommy hat sich jetzt gerade versteckt. Hey, Kumpel, Tommy, Smatri. Smatri, dabei. Nee? Da sind deine Zuschauer. Ja, du machst gut. Ich erzähle weiter, ne? Soll ich weiter erzählen? Ja? Oder erzählst du was? Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, wenn Tommy mir was nachsprechen soll, ne? Das Wort, was ich dafür sage, ist er natürlich gewohnt aus Russland, ne, wo er den ersten Lokopäde hatte. Deswegen klappt das da am besten. Ne, was soll ich denn ihn jetzt mal fragen? Nee, nicht fragen. Kamera noch da? Also irgendwie stimmt bei den Gimbal irgendwas nicht.
Einfaches Wort. Eis. Tommy. Skage Eis. Assa. Tom, Skage Eis. Assa. Naja, und so funktioniert das halt, ne? Und so üben wir jedes Wort, Wort für Wort. Aber egal, ob er es dann auch irgendwann mal sagen kann, er sagt es dann im Gebrauch halt doch nicht, ne, im Alltag. Weil er hat ja seine Wörter dafür. Ne? Würde er jetzt Eis haben wollen, sagt er. Also so ähnlich klingt das. Ne? Was auf Russisch jetzt Marozhennoye ist, also Eiscreme. Ja, und so verstehen wir halt seine Laute. Ja, aber wo sind wir denn vorhin stehen geblieben? Ja, wir sind an der Ostsee. Wir fühlen uns gut hier. Wir haben uns reduziert. Das ist wieder los. Ja, also Leute, sorry. Also heute bricht hier laufend irgendwie die Übertragung ab. Mal gucken dann beim Schnitt, ob hier irgendwas fehlt. Dann muss ich es halt drunter schreiben. Ja, wir haben die Homebase hier. Wir sind näher an Russland, also an Annas Zuhause, an unserer Familie. Und jetzt kommen die Probleme. Im Februar haben wir bereits bei der Schule angemeldet, dass wir hochziehen. Und wir wurden vom Amt Mecklenburg-Vorpommern an eine Schule verwiesen. Ne? Da hieß es, ein ganz neues Konzept, und die haben dort Betreuer. Und der Tommy braucht keinen extra Betreuer. Da waren wir schon sehr erleichtert. Ne? Aber jetzt ging es darum, gewisse Dinge zu beantragen. Und im Februar haben wir die Dokumente alle abgegeben. Und jetzt vor 2 Wochen hatten wir uns gemeldet, ob das jetzt klar geht mit Mai direkt in die Schule. Und da hat die gesagt, nein, ich kann erst alles beantragen, wenn sie umgemeldet sind. Hier am Wohnort angemeldet, dann kann sie erst alles einreichen. Und es ist immer noch nicht alles eingereicht, ne? Weil wir uns letzte Woche erst ummelden konnten. Die Adresse gab es hier auch noch nicht. Und das musste erst eingerichtet werden. Ja, und dann die nächste Nachricht ist natürlich, Tommy braucht einen Betreuer. Er braucht wieder einen Betreuer. Ne? Da habe ich schon gesagt, naja, warten wir jetzt da wieder ein Jahr. Kommt er erst in ein Jahr in die Schule. Und wir waren so froh, ne, weil diese Schule angeboten hat, dass er um 7 hier abgeholt wird. Jeden Tag. Ne? Kamera schon wieder. Um 7 abgeholt wird und 15 Uhr von der Schule wieder nach Hause gefahren wird. Ne? Das wäre dann mal Freizeit für die Anna gewesen und natürlich auch eine Möglichkeit, dass die Anna eventuell mal irgendwas tun könnte. Ne? Ob das jetzt arbeiten ist oder irgendwas anderes im Haushalt oder sonst irgendwas. Ja, aber so wie es jetzt aussieht, wird das mindestens in diesem Schuljahr nichts. Ne? Geschweige denn im nächsten Schuljahr, und das zieht uns schon ganz schön runter, ne? Weil Umzug, hier alles machen, umbauen, vorrichten, einräumen, meine Arbeit noch dazu und Tommy den ganzen Tag an der Seite, für den das natürlich auch nicht so einfach ist. Also er hat sich ja gut integriert und ihm gefällt es auch gut, aber er ist halt innerlich so aufgewühlt, dass er teilweise in der Nacht auch nicht abschalten kann, wahrscheinlich dann hier an den Strand denkt oder irgend sowas und noch aktiv ist und auch schon viele Nächte, seitdem wir jetzt hier sind, nicht geschlafen hat. Ja, und das ist halt gerade ein kleines Problem für uns. Ne? Er muss in die Schule, aber naja. Wir halten euch da auf den Laufenden und drückt uns bitte die Daumen. Die Kamera folgt mir, ja, und die müsste mir ja dann auch zu Tommy folgen. Stimmt das? Tommy, wenn wir hier, ne, ein Video machen, da guckst du bitte einfach mal da rein und erzählst auch mal selber was. Weil das war jetzt der Bringer, wenn der jetzt anfangen würde mit reden, ne? Der erzählt euch da irgendwas vom Pferd und ich sitze da. Ja, ne, also ihr seht ja, Tommy geht's gut, der fühlt sich wohl. Wir haben hier so eine kleine Terrasse, wo wir draußen sitzen können, und da macht er von der Wohnung rein und raus, rein und raus, rein und raus. Ne? Und ja, das genießt er natürlich sehr, ist jeden Tag an der frischen Luft. Aber wie gesagt, das Thema Schule, das ist nach wie vor
schon am alten Wohnort ein Problem gewesen und jetzt hier entwickelt sich das auch so ein Problem. Und ja, das große Ziel, irgendwann im Van zu leben, den Tommy nicht mehr in der Schule zu haben, rückt wahrscheinlich jetzt doch schneller näher als gedacht. Weil darauf haben wir keinen Bock mehr. Ne? Das ist das allerletzte. Und wenn wir da noch an Russland denken, keine Ahnung, da kommst du. Die Kamera hat schon wieder abgebrochen. Also ich wäre heute wahnsinnig mit der Kamera. In Russland. Da kommt das Kind in die Schule. Die Lehrer erkennen, das Kind braucht Unterstützung, Hilfe. Da wird jemand angerufen und am nächsten Tag oder zwei oder drei oder vier Tage später ist dann jemand da. Hier muss es beantragt werden, dann wird ein Gutachten gemacht, ein wiederholtes Gutachten gemacht. Dann muss ein Betreuer bestellt werden und gefunden werden. Na Tommy, da ist gut drauf, oder? Ja. Und wie gesagt, beim letzten Betreuer, bis da gefunden wurde, der Betreuer, ne, dann hat man auch noch Glück gehabt. Keine Ahnung, ein halbes Jahr oder irgend sowas nach der Genehmigung hat man dann einen Betreuer. Und ja, leider Gottes, vielleicht guckt ja sein alter Betreuer zu. Schade, dass du nicht hier bist. Also wir hätten dich gern weiter als Tommys Betreuer gehabt. Er hat dir vertraut, du hast ihm gut getan und ihr habt sehr gut miteinander kommuniziert. Ne? Ihr habt gut zusammengepasst. Ja. Aber ich höre jetzt auf mit dem Thema Betreuer. Es macht mich wahnsinnig. Ich warte jetzt einfach mal, bis die Anna kommt. Die wäscht hier drinnen noch auf. Vielleicht gehe ich mit der Kamera oben rein. Ne? Wir gehen mal in die Küche, dann können wir mal gucken, oder? Na, machen wir doch mal rein. Also Leute, keine komischen Kommentare, wie es hier aussieht. Also wir sind gerade umgezogen und jeder Raum ist noch eine Baustelle, es liegt noch kein Wasser an, ist Abwasser, muss noch gemacht werden, es kommen noch Heizkörper rein. Also wir leben jetzt ganz spontanisch inmitten von Werkzeug und Elektriker kommt dann auch gleich noch mal wieder. Also nicht umgucken, ne? Hier ist alles halb fertig. So, und eine Anna ist auch nicht hier. Und der Tommy macht gerade Frühstück. Und das sieht sehr gut aus, Tommy. Mhm. Ja, dann sind wir halt wieder alleine. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da rede ich natürlich hier weiter, ne? Das finde ich nicht schlecht. Mhm. Schmeckt? Schmeckt. Ja, ich bin aus der Küche wieder zurück, weil Hugo ist wieder hier, ne? Die Anna, die ist unter der Dusche, die sehen wir heute nicht im Video, aber wir haben ja uns, ne? Ja, Freunde, was gibt's denn noch zu sagen? Also wie gesagt, umgezogen sind wir, da ist schon mal eine ganz schöne Last, fällt da jetzt ab, das finde ich schon mal gut, aber die Belastung ist ja nicht weniger, also wie gesagt, ist halt noch viel zu tun, um das hier wohnlich zu machen. Ja, aber das kriegt mir schon alles hin, ne? Beppo? Und dann wollen wir nämlich auch mal wieder auf Tour gehen. Und jetzt haust du wieder ab. Und wollen mal wieder endlich so ein bisschen vanlifen. Aber wie gesagt, es muss erstmal alles hier fertig werden. Und da gehen bestimmt noch gut zwei Wochen ins Land. Und ich habe auch noch einige Aufträge, die bis dahin erledigt werden müssen, beruflicher Natur. Keine Ahnung, schleift halt auch mit Videos machen gerade, ne? Weil ich kaum dazu komme. Ich stehe in der Nacht auf und mache meine Arbeit und dann früh geht es dann hier weiter und dann abends fallen wir ins Bett. Ja, aber Klartext heißt ja Klartext und dann spreche ich halt mal unsere Probleme an, rede über das, was passiert ist, was wir gerade tun, wie die aktuelle Lage ist, wie es uns geht, was Mist ist, was gut ist. Ja, und dann gibt es halt auch mal so eine Folge. Ne? Und ja, ich möchte dann irgendwann mal wieder auf den Punkt kommen, wo wir dann sagen können, wir haben freitags ein Thema und das können wir in Ruhe durchsprechen. Und da geht es dann meistens so um eure Fragen,
ne, die an den Kommentaren stellt oder jetzt bei Instagram. Ja, genau, bei Instagram. Es schreiben immer ganz viele in den Kommentaren, wie sie mit uns kommunizieren sollen. Wir finden es ganz einfach eigentlich über Instagram. Ne? Da könnt ihr uns persönlich schreiben. Und auf Instagram habt ihr natürlich noch einen Vorteil. Ihr seht viel mehr, als jetzt hier im YouTube-Video gebracht wird. So Dinge nebenbei, Stories, Momente. Ja, also kann ich euch nur ans Herz legen, uns auch bei Instagram zu folgen. Ja. Ich habe natürlich aber auch eine Bitte. Ne? Eine Bitte diesbezüglich, was jetzt Politik angeht. Ich habe mich da jetzt schon ein, zwei Mal verleiten lassen und habe da so auf gewisse Kommentare oder Anfragen reagiert. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Dann gibt es wieder nur böses Blut. Und dann fühlen sich welche verletzt oder manche haben eine andere Meinung oder keine Ahnung. Wir sind dann, wie nennt sich das jetzt heute? Wir sind Putin-Versteher oder sonst irgendwas. Ja, das ist halt nicht Sinn und Zweck dieses Kanals. Es soll eigentlich um unser Leben gehen, es soll um Tommy gehen. Und klar, Anna ist russischer Staatsbürger, Tommy auch. Und wir sind viel in Russland, weil da Familie ist, weil wir das Land lieben und vor allen Dingen, weil wir die Leute lieben. Ne? Es geht ja nicht um irgendwelche Regierungen. Ne? Und die Leute sind genauso wie wir. Meistens sogar noch gastfreundlicher und offener. Und Russland hat eine wunderschöne Kultur und die ist sehenswert. Das ganze Land ist sehenswert. Das muss man nicht immer betonen. Ne? Aber es gibt halt immer noch Leute, die uns darauf ansprechen oder sagen, wie könnt ihr nur? Oder Tommy, du haust hier das Moskitonetz gerade vor die Kamera. Ganz genau. Und das sollte einfach nicht sein. Ne? Wir haben unsere eigene Meinung und die ist ganz klar. Und man muss dazu sagen, ich war viele Jahre Soldat und habt da einen ganz anderen Einblick in dieses Weltgeschehen, als was ihr wahrscheinlich bei der Tagesschau oder sonst irgend sowas zu hören bekommt. Aber ich bin auf jeden Fall empört, was hier abgeht. Ne? Anfanglich können wir nur Stahlhelme liefern. Ne? Dann wurden Panzer ausgeschlossen, niemals, weil dann ist Kriegsbeteiligung, Flugzeuge, Kampfjets, niemals, weil das ist Kriegsbeteiligung. Und alle zwei Wochen später, natürlich können wir das, natürlich. Also die lügen uns hier die Taschen voll vom Allerfeinsten und das ist ein absoluter Albtraum. Und vor allem das Allerschlimmste ist, und damit schließen wir dieses Thema, da wisst ihr, wo mein oder unser Standpunkt ist, das Allerschlimmste ist, dass so viele Sachen, die Russland sagt und vorgeworfen hat, ne, wenn man das einfach mal vor der Haustür der Amerikaner macht, dann hätten wir schon den Dritten Weltkrieg heute. Ne? Und ich erinnere nur, dass bereits 2017 von Russland gesagt worden ist, es werden CIA-Basen an der ukrainisch-russischen Grenze aufgebaut, wir fühlen uns bedroht und hier wurde es abgestempelt mit Propaganda, russische Propaganda. Jetzt vor einem Monat haben wir es in unseren Nachrichten gehört. Es ist tatsächlich so. Ne? So, also bildet euch eure Meinung, wo auch immer ihr wollt. Von mir aus auch bei der Tagesschau. Aber hier nicht mehr. Das Statement war mir jetzt wichtig. Aber hier geht es einfach nicht darum. Ne? Bitte beachtet das. Ja. Freunde, da sind wir gerade hier eingezogen. Und was nervt uns da jetzt gerade? Der sogenannte Buchsbaumzünsler. Die ganze Hecke ist hier befallen. Da konnte man richtig zugucken, wie die alles zusammenfressen. Und mal sehen. Ne, im Internet habe ich gefunden, solange da noch was Grünes rauskommt, könnte man sie eigentlich retten. Aber wir schauen mal. Da ist der Übeltäter. Und hier ist alles voll davon. Und das ist unser Sichtschutz nach hier draußen. Ne?
Das muss klappen. Da halten wir euch mal auf dem Laufenden. Freunde, das ist Kochen, oder? Das wird eine richtige große Gulaschsuppe. Freunde, bei uns im Zuhause sieht die Küche so aus. Ja, wo sind wir? Hä? Das ist die Frage, liebe Freunde. Das ist noch Kochen. Jetzt sieht man, glaube ich, was das wird, oder? Für den Tommy auch was? Jawohl. Sieht fertig aus. Ist es aber nicht. Muss jetzt noch eine Stunde köcheln. Ja, Freunde, ich musste leider ein paar Aufgaben übernehmen, wie diesen Gulasch, den ich euch gerade gezeigt habe. Tommy sitzt mir bei der Seite, hilft mir. Er will wahrscheinlich abschmecken später. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Freitag, Quartex-Folge war etwas kurz. Nicht so gezielt, aber naja. Wenn es ruhiger wird, geht's wieder besser weiter. Macht's gut, Freunde.